deswegen eine kleine Geschichte darüber, dass ich, ich sag mal, momentan an mir selber feststelle, dass ich langsam so ein bisschen spießig werde. Also ich bin jetzt so knapp über 30 und so langsam geht das los. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass ich in spätestens einem Jahr eine Multifunktionsjacke besitze und ich glaube, ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Ich glaube, irgendwann morgen wache ich auf, habe so einen Thermomix und eigentlich kannst du mich einbuddeln wahrscheinlich. Damit kann man ja mit einem gewissen Maß an Selbstironie auch immer schön umgehen. Es gibt allerdings ein Phänomen, mit dem ich bis heute ein klein wenig überfordert bin. Und das sind Pärchenabende. Das endet irgendwie immer im Chaos und am Ende stirbt einer. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich finde da nicht so den richtigen Zugang für. Deswegen habe ich über dieses Phänomen eine kleine Geschichte geschrieben. Sie heißt Der Raclette-Abend. Das Treppenhaus einer Altbauwohnung im Dortmunder Süden. Dritter Stock. An der Tür hängt ein Salzteig-Schild mit der Aufschrift Hier leben, lieben, lachen und streiten Volker und Kerstin. Ich bin geneigt zu brechen. Wir klopfen an der Tür. In meinem Kopf schweben lediglich zwei Gedanken. Erstens, ich hasse mein Leben. Zweitens, Vorurteile über Pärchenabende sind wie Gitarristen vorm Auftritt. Sie stimmen. Oh Gott. Ja, ich schäme mich auch ein bisschen selber, aber na gut, eigentlich war ich auch ein bisschen stolz, wenn ich ehrlich bin, aber naja. Was war so lustig, ich hatte letztens eine Lesung in Karlsruhe und da war so ein Mann im Publikum und immer, wenn er irgendwas besonders lustig fand, hat er mich immer angeguckt und so gemacht. Nice. Es war so befremdlich, es war eine so absurde Situation. Ich glaube, er hat es 15 Mal gemacht in der gesamten Lesung, ständig. Nice. Ich habe auch gedacht, ganz schön fly der Typ. Völlig verrückt, diese Jugendsprache. Da blicke mir doch mal einer durch, aber gut. Lol. So, weiter geht's in der Geschichte. Heute sind wir bei Volker und Kerstin zum Raclette eingeladen. Kerstin sieht aus, wie man sich eine Kerstin so vorstellt. Noch schlimmer, sie nennt ihren Mann mein Männe. Was ich auf einer Stufe der Grausamkeit nur knapp unter Völkermord einstufen würde. In diesem Fall wohl eher Völkermord, aber für den Witz schäme ich mich selber. Sie ist eine dieser Frauen, die sich irgendwann als Mitvierzigerin eine Kesse Igelfrisur schneiden lassen wird und sich dann lustige Blechschilder in die Wohnung hängt. Ich sehe die Bilder schon deutlich vor mir. Volker wiederum hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Reinhold Beckmann. Sieht also irgendwie aus wie eine Mischung aus ambitioniertem Elternbeirat und belesenem Jazzfan. Einer dieser Menschen, die ihren Urlaub mit den Worten »Ich bin dann mal weg« ankündigen und die sich selber als total verrückt oder positiv bekloppt bezeichnen. Dann ständig Sachen sagen wie »Stück mal ein Rück« oder »Alles Gute zum Wurzeltag«. Es ist ein einziger Albtraum. Doch die Erfahrung hat mich vieles gelehrt. Menschen, die von sich behaupten, sie seien positiv bekloppt, sind meistens einfach nur negativ grenzdebil. Wir klingeln. Kerstin öffnet die Tür. Sie strahlt über das ganze Gesicht und trägt eine Kesse Igelfrisur. Das ging schneller als gedacht, denke ich, und sehe auf das Deko-Blechschild im Flur. Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Schön wäre es, denke ich, und möchte auf der Stelle sterben. Es war immer eine meiner größten Ängste, irgendwann nur noch Pärchen im Bekanntenkreis zu haben, gemeinsames Kochen, geteilte Ferienwohnung, Käsefondue, die komplette Bandbreite. Das alles habe ich mir bis vor kurzer Zeit als unglaublich grausam vorgestellt. Aber ich war naiv und muss mein Urteil korrigieren. Es ist alles noch viel schlimmer. Volker und Kerstin haben wir vor wenigen Wochen in der Krabbelgruppe kennengelernt. Dieser Satz klingt fast so grausam wie, die beiden haben wir vor wenigen Wochen beim Bingo kennengelernt, aber was soll man machen? Ich hatte mir mein Leben früher auch irgendwie verruchter vorgestellt. Koks, Nutten, Spielhallenromantik, irgendwas muss aus dem Ruder gelaufen sein. Das Konzept Krabbelgruppe basiert ja auf dem Missverständnis, dass Menschen glauben, junge Eltern würden sich zwangsläufig nicht nur für die eigenen, sondern auch für andere Babys interessieren. Damit möchte ich aufräumen, das ist eine Lüge. Die eigenen Kinder empfindet man als faszinierend, empfindet nichts außer bedingungsloser Liebe. Andere Kinder faszinieren mich ungefähr so viel wie Brokkoli. Jetzt sind wir jedenfalls hier. Noch immer stehen wir in der Tür. Ich frage mich, warum Kerstin uns nicht längst reingebeten hat. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit mitschreibe. Ich sehe auf die Fußmatte. Schau mal, sage ich zur Frau. Da steht Home drauf.
Das ist in der Tat sehr praktisch, denn wie oft stehe ich bei mir zu Hause auf der Fußmatte und frage mich, ja, wo ich denn hier wieder gelandet? Zu Hilf, aber hier, klare Sache, home. Volker, a.k.a. Reinhold Jazzy Fizzle Beckmann, steht nun auch in der Tür. Hey, schön, dass ihr da seid. Geht so, sage ich, während mir die Frau mahnend auf den Fuß tritt. Mein Blick schweift durch den Flur. Auf dem Schlüsselkasten steht das Wort Kies. Das sind Freunde der klaren Zuweisung, denke ich mir. Nicht, dass deiner Topfpflanzen reinstellen will. Inzwischen stehen wir im Wohnzimmer. Die ganze Wohnung sieht aus, als ob ein sehr dicker Mann eine komplette Nanunana-Filiale ausgekotzt hätte. Kerstin verschwindet kurz im Schlafzimmer, kommt dann aber umgehend wieder. Hier, dein Geburtstagsgeschenk, haben wir fast vergessen. Alles Gute nachträglich. Ich öffne das Paket und erblicke eine Jochen-Schweizer-Box für Lebenslustige. Wow. Schon morgen werde ich frustriert auf dem Boden kauern, mich nicht zwischen Jodelkurs und einer lustigen Segway-Tour entscheiden können. Am Ende überwiegt die Angst, dass all die Lebenslust mich furchtbar müde machen könnte. Cool, danke. Im Kopf gehe ich bereits durch, wie ich mich nächstes Jahr revanchieren kann. Schwanke bisweilen zwischen einer einfachen Nackenschelle und einem Blumenstrauß aus Aspikwurst. Von Weitem sehe ich auf eine Collage mit Hochzeitsfotos. Volker und Kerstin erfüllen wirklich jedes Klischee. Die Braut hat sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zwar halbwegs rausgeputzt, aber Volker trägt Chucks zum Anzug. So ein frecher Kerl, denke ich. Einfach mal die Turnschuhe rausgeholt, der Lümmel. So fängt das an und irgendwann wachst du auf und bist Teil der RAF. Was? Was hast du gesagt? Nichts. Ihr seid super. Soll ich euch mal einen Witz erzählen? Haltet euch fest. Warum ist Beckmann noch draußen? Weil ihn niemand reinholt. Gott, war der schlecht. Aber wie kommst du jetzt auf Reinhold Beckmann? Kerstin lacht. Ich hasse Kerstin. Plötzlich steht Volker wie euphorisiert auf. Hey, ich habe eine tolle Idee. Wie wäre es, wenn wir nächstes Jahr zusammen in den Urlaub fahren? Hey, sage ich. Ich habe auch eine tolle Idee. Wie wäre es, wenn wir uns auf der Stelle erschießen? Was hast du gesagt? Nichts. Ihr seid immer noch super. Aber was mir gerade einfällt, wir müssen los. Die Katze stirbt uns weg. Ihr habt doch gar keine Katze. Doch, seit gestern. Ach, wie schön. Welche Rasse denn? Golden Retriever. Und wie heißt sie? Reinhold. Es ist wirklich besser. Ihr geht jetzt. Vielen Dank.